Ja, willkommen zurück. Let's Play Kesrin, zweiter Part. Wir machen weiter. Der Vincent sitzt mittlerweile alleine in der Bar. Seine Kumpels haben ihn alleine gelassen. Ist ja eigentlich auch schon eine Frechheit, naja gut. Wir machen weiter mit dem Tipp, du kannst Kurznachrichten auf deinem Handy anschauen und speichern. Oh, ich kann die sogar beantworten, ja gut. Aufmerksam lesen. Ja, man sollte nicht nur lesen, man sollte auch verstehen. Aber das ist was anderes. Drei neue Nachrichten habe ich. Ah, dann nehme ich doch erstmal die an alle Kunden. Kennen wir alle, haben wir alle auf dem Handy. Sämtliche Anbieter, Spam, ein voll. Auf Nachrichten antworten, wenn du die Eingabetaste drückst, ja gut, das sind Tipps und Infos. Die Eingabetaste ist wahrscheinlich die A-Taste. Verbringst du Zeit im streunenden Schaf, erhältst du Textnachrichten auf deinem Handy. Auf manche kannst du sogar antworten. Abhängig von deiner Antwort können sich Vincents Gefühle und die der Person, die er schreibt, ändern. Wird fortgesetzt. Ach so, habe ich natürlich 2 von 2 zuerst gelesen. Bla, wenn du die Eingabetaste drückst, wird neue Zeit für die Antwort hinzugefügt. Ja, gut. Haben wir verstanden. Oh. Ist sogar der 1. April. Vielleicht ist das alles nur ein Scherz. Wie schon gesagt, ich treffe mich zum Essen mit alten Freunden. Schon komisch. Die meisten sind bereits verheiratet, die Hälfte hat bereits Kinder. Zeigen Fotos von ihren Familien herum und irgendwie fühle ich mich dadurch als Außenseiter. Ja, super. Ja, die Frauen. Ah, oh, ah, ich kann auch einfach so switchen. Ah, ein Seufzer. Jetzt kann ich mit A hier die Sätze eingeben. Stört dich das? Ich kann das irgendwie... Ah, du denkst zu viel nach. Sorry, kann im Moment nicht denken. Das ist eigentlich immer eine gute Antwort. Ah, ich nehme das letzte. Ah, oh, geht noch weiter. Mein Kopf raucht. Ah, solange es nur der Kopf ist, ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt. Ah, ich nehme das mit dem Kopfrauchen. ungenügend Konzentration, um Gespräch fortzuführen. ja, das ist super. Diese Nachricht senden. Ja, bitte. Oh, das war nicht nett. Das war nicht nett. Nicht, dass da die Kesrin hinterher noch böse auf uns ist. Na, herrlich. Na, erstmal Handy wieder wegstecken. Wenn bestimmte Begriffe und Aktionen Vincents innere Einstellung verändern, erscheint eine Anzeige. Na, vergiss das nicht, ja? Wird schwierig. Schwierig, erstmal ein bisschen was trinken, ja. Hey. Erfrischung. Ah, die Stimmen in meinem Kopf. Oh, da vibriert das Handy. Spam! Oh nein, ey. Nirgendwo ist man sicher. Werbung, Werbung. Oh, die Mitternachts-Venus. Was ist das denn für ein Service. Solange es kein Jamba-Spar-Abo ist oder so. Oh, ich habe Level 1 den unterirdischen Friedhof erfolgreich abgeschlossen. Wähle Preise im Handymenü, um deine Highscores für Level 1 zu sehen. Unterirdischer Friedhof, normal. Boah, die Fanfare dröhnt. Silberpreis gewonnen. Wenn du dieses Level erneut versuchst, ja, nicht unbedingt. Da ist noch ein Bild bei Y. Ah, toll, Silber. Naja, ob man das jetzt so feiern kann. Das ist wieder eine ganz andere Frage. Ja gut.
Wenn es das dann erstmal war mit dem Spam, dann werde ich doch lieber mal noch was trinken. Bringing up her parents out of the blue? It's not like her. It's late. You're about to go to the next scene without. Ja. Oh. Gut, dass er das sagt. Are you sure you want to continue without saving? Nein, eigentlich nicht. Nö. Ach, da unten im Diary. Ja, das habe ich gerade irgendwie ein bisschen überlesen, ja. Tick, tack, tick, tack. Ja, ein sehr schöner Ladebildschirm. Boah, ey, wenn ich eine Uhr im Zimmer hätte, die so ticken würde. Zum Glück ist das alles digital. Ja, voll hier wie die Leute. Ah, der Vincent wird müde. Oh! Ja, bitte! Oh, coole Matte. Ah, im streunenden Schaf. Da trifft sich die komplette Mittelschicht. Soll ja richtig angesagt sein, der Laden. Und die Uhr tickt immer weiter. Oh Gott, 10 vor 1. Ja, stimmt ja sogar fast. Ah, wir sollten einfach alle in das Licht gehen. Psychoschafe. Und weiter geht's im Kerker der Verzweiflung. Oh Mann, da kommt noch einiges. Where am I? Last night's dream? Again? What the hell? I was at the bar and this girl came in and then. Can't remember. What's going on? Ja, der Alkohol. Der Alkohol lässt ihn vergessen. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder klettern. You're the new guy from last night? Ja. You're that guy from yesterday. Der Typ von gestern. Ja, die kaputten Blöcke. There are several types of blocks. Such as cracked blocks and heavy blocks. Whenever you see schweren Blöcke, proceed with caution. Ja, ich werde es versuchen. Ah, jetzt ist natürlich wieder die Frage. Ah, Quatsch. Oh Mann, ja, es kann ja noch was werden. Ja. Ah, ich bin immer bereit für Hilfe. Ja, es ist mir aber auch mittlerweile schon aufgefallen, was der Mann mir hier alles erzählt. Trider. Ja. Und weiter geht's. Oh, an den Nixen vorbei. Wie kriege ich die denn jetzt? Ach so. Hopp und hopp und hopp. Ah, Kissen! Ich will das Extra-Kissen. So ein Extra-Kissen? Ist immer gut, vor allen Dingen, wenn man das eine die ganze Zeit unter der Achselklemme hat, während man hier hochklettert. Ob das so wirklich von Vorteil ist, da bin ich mir natürlich auch nicht so sicher.
komm, ziehen wir mal alle raus hier. Sieht ja aus, als müsste ich da noch ein ganzes Stück höher. Oh, die Glocken läuten schon wieder. Ich muss mich beeilen. Ah, jetzt habe ich das natürlich einfach weggespammt. Das war jetzt gar nicht meine Absicht, aber... irgendwie haben die Glocken mich nervös gemacht. Oh, das ist natürlich praktisch. Oh, die hätte ich natürlich alle direkt weiterschieben können. Hopp, hopp. Oh, Gold! Ich brauche noch mehr davon. Wie die anderen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber wenn die anderen schon da sind, wollen wir sie ja nicht warten lassen. Yeah! Und ziehen. Nice! Ja, da bin ich doch mal halbwegs gut noch hochgekommen, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich... Oh, der goldene Pokal. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich fühle mich natürlich sehr geehrt. Looks like you survived. Who are you? A sheep? Do I look like a sheep? You're a sheep. Ja. Everybody here is a sheep but me. Recognize that voice? Who are you? Where the hell is this place? Wish I knew. One thing's for certain though. If we don't run, oh, die Glocken läuten. We're going to be killed. Killed? If you see this place once, it's all over. You'll keep coming back every night. Every night? You're kidding me. We all have the same fate here. If you don't want to die, you've got to climb. So if I climb, I'll be saved? There's no guarantee. But take a look at that. See that bell? It's like a church or something. A church? If we can reach the top, there may be a way to escape. So there is a way out. Like I said, there's no guarantee. But we've got to believe. It keeps us sane. Those who panic die first. Quit with all the dying stuff. I'll do whatever you say. Just help me. Look, from here on out, I'm afraid you're on your own. I'm going now. No, wait. You heard it too. Gib mir wenigstens die Krawatte. Ich kann doch nicht nur in Unterhose rumlaufen. Genau. On the landings, you can save your progress and talk with the other sheep. Ah, Fortschritt speichern, das ist immer gut. Sprich mit ihnen. Okay. Hallo? Where am I? What's with all these damn sheep? That's all I want to know. Can you tell me anything? They told me to go up. But what's up there? Give me a break. Ja, was ist da oben? Sie soll das frage ich mich eigentlich auch. Ah, hier dieses tolle Geräusch, wenn man so barfuß hier auf diesem Klatsch, Klatsch, Klatsch. Ach so, hier ist das Spiel speichern. Ja gut, dann speichere ich an dieser Stelle und beende damit auch den Part. Ja, bitte überschreiben. Dankeschön. Ah, immer dieses freundliche, zuvorkommende Speicherfenster. Naja, okay.